mal wieder zu spät. Aber ich glaube, wir laufen gleich los, ne? Ich glaube, ich habe schon aus Versehen Wanderbuddy gefunden. Und ja, so sieht das hier beim Megamarsch aus. Sonne geht auch schon unter. Klasse. Ja, danke gleichfalls. Bis später. Ja. Was hat er gesagt? Wird schön warm, hat er gesagt. Och. Erzähl ich gleich. Na, wem kommt das hier bekannt vor? Hier war doch mal Start- und Zielbereich vom Mammutmarsch Hamburg. Und die Sonne geht schon unter. Das ist nicht schön. Noch ein paar kleine Schäfchen. Möchte ich eins mitnehmen. Nochmal in die Dusche stellen, dann stinken sie nicht so. So. So, ich hatte ja erzählt, dass ich überlege, filmt in die Richtung. Ach so, okay. Ich hatte ja erzählt, dass ich überlege, ob ich heute eine neue Zeit aufstellen möchte oder nicht. Da ich heute quasi letzte oder vorletzte bin, je nachdem, wie schnell ich gerade bin, glaube ich, hat sich das Thema erledigt. Einfach eine Genusswanderung und dann einfach mal die Eindrücke ja, wirken lassen quasi. Ne? Hinter uns ist noch ein schöner Sonnenuntergang. Genau. Fast 2 Kilometer sind gleich da. Bis später. Wahrscheinlich sehen wir uns erst morgen früh wieder im Ziel. So, wir haben es Sonntagmorgen 6.50 Uhr. Ich bin bei Kilometer 44. Ich habe heute viele Pausen gemacht. Irgendwie ist dieser Marsch für mich ganz schön anstrengend. Glaube, ich habe einfach in der letzten Zeit zu viel gemacht und sollte mir einfach mal ein bisschen mehr Ruhe gönnen. Und das denke ich, werde ich mal die nächsten 8 Wochen auch machen und keinen weiteren Marsch anstreben. Was zwar einerseits schade ist, aber Gesundheit geht vor. Problem ist, ich bin schon mit Blasen vom Mammutmarsch in München losgelaufen und war jetzt die Woche noch im Harz, hab mir da das ordentlich auf den Trocken gegeben. Ich wollte eigentlich noch die Zugspitze machen, deswegen war ich auch auf dem Trocken, um ein bisschen die Höhenmeter zu trainieren, aber ich glaube, alles im Allen ist es einfach ein bisschen viel aktuell, was ich da mir vorgenommen habe, und von daher muss ich ein bisschen langsamer machen und mich einfach mal schonen. Ob ich die 50 heute hinkriege, ich denke ja, aber tatsächlich für mich eine der schwersten 50 Kilometer, die ich bis jetzt hatte. Das ist gar nicht mal der Strecke geschuldet, sondern einfach meiner Kondition bzw. irgendwie der Kraftreserven. Was halte ich vom Megamarsch? Ich erzähle mal, was mir gut gefällt, und zwar ist das die Streckenmarkierung. Also die ist gut erkennbar und man findet sich echt gut zurecht. Was gefällt mir nicht? Fast alles andere. Unliebsam das Ganze. Unpersönlich. Man kommt zum VP, der wird schon fast abgebaut. Unsortiert finde ich, beziehungsweise unübersichtlich, man muss sich das zurechtsuchen. Es war eine nette Idee von mir, diese Nachtwanderung zu machen. Es war auch eine sehr schöne Strecke, auch wenn es dunkel war. Und jetzt werde ich gleich noch fotografiert. Also, bis gleich. Ich hatte immer den Eindruck, dass viele für diesen Anbieter so feiern und hiken. Ich habe für mich festgestellt, dass ich wahrscheinlich ein Mammut bin und bleibe.
und ich fand das echt schade, quasi im Vergleich zwischen McDonald's und einem Restaurant. Hier wird man zwar aussatt, aber ob das wirklich schmeckt, weiß ich nicht. Naja, wollen wir mal nicht zu doll schimpfen. Als Erfahrung abhaken und gut. Die Urkunde hole ich mir noch und die Medaille, wenn ich denn pünktlich ankomme. Und dann geht's ab nach Hause. Werde ich mir noch ein schönes Bier reinknallen. Vielleicht noch ein Jackie. Obwohl ja Alkohol immer Gift ist nach dem Sport. Ja. Ich habe den Fehler gemacht, ich bin schon mit Blasen losgelaufen und auch neuen Schuhen, das war mir klar. Und dann geht's wieder. Ich brauche halt eine gewisse Grundgeschwindigkeit. Daran läuft das mit den Schmerzen eigentlich recht gut. Aber ich bin definitiv in so einer Übertrainingsphase. Also einfach zu viel gemacht und zu viel von mir erwartet. Das muss ich wieder ein bisschen reduzieren. Aber ich denke, nichtsdestotrotz wird nochmal das ein oder andere Video kommen. Genau, Ziellauf filme ich jetzt gleich noch mit und ich zeige euch noch ein paar Bilder hier von der Alster. Mega schön. Also die Strecke war top. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Richtig schöne Morgenstimmung, sowas liebe ich ja immer. Und weiter geht's. Jetzt muss ich noch ein bisschen Gas geben. Ich habe nur 1,5 Stunden Zeit und da muss ich die 7 Kilometer abgerissen haben. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Genau. Dann bis zum Ziel. Was ich den Veranstalter vom Megamarsch, aber wirklich hoch anrechne, das ist das hier medizinisches Personal auf Motorrädern zwischen den VPs die Strecke abfährt und guckt, ob jemand liegen geblieben ist. Das finde ich natürlich mega. Das hat tatsächlich im Gegensatz zum Rest die Bezeichnung mega verdient, meiner Meinung nach. Das ist eine schöne Aktion. Daumen hoch. Hier dürfte mich jetzt noch auf den letzten 2-3 Kilometer bis zum Ziel begleiten. Für mich war die Strecke schon wirklich super schön ausgewählt und durch Wälder geführt. Das war wirklich ja, eine sehr schöne Strecke. Was mir nicht so gut gefallen hat und wo ich mich wirklich drüber geärgert habe, ist, dass die ganze Veranstaltung gefühlt relativ lieblos ist. Zum Start kann ich leider nicht viel sagen, weil ich da tatsächlich zu spät war, dank der Deutschen Bahn. Aber die VPs, ich meine, die einzelnen Mitarbeiter haben sich da Mühe gegeben. Trotzdem kam da aber keine Atmosphäre auf. Es wurde laut Musik gespielt, aber das hat es jetzt nicht gut gemacht. Ja, und viele Teilnehmer, die halt beschummelt haben. Das fand ich auch schade. Und eben der traurige Zieleinlauf.